Guten Tag und willkommen zurück hier bei Skyward Sword HD. Ich habe hier ein neues Insekt gefangen, die Himmelsanbeterin. Das war beim Wolkenhort und ich wollte eigentlich Rubine farmen gehen oder irgendwie mal ein bisschen die Gegend erkunden, was auch immer. Ich habe jetzt ein paar Rubine gesammelt, auch hier ein paar Falter und bin hier einfach mal zur Kürbisbahn nochmal gegangen, um zu schauen, ob er eine neue Aufgabe für uns hat. Und ja, die hat er. Ja, und ich hatte keinen Bock, da dann extra deswegen die Aufnahme anzumachen. Sondern ich wollte halt ein bisschen was sammeln gehen. Da bist du ja wieder. Nun, was kannst du als nächstes für mich machen? Oh, was ist das denn für ein seltsames Instrument, das du beide trägst? Das ist es. Ich habe die perfekte Aufgabe, aber diese Aufgabe kannst du nur nachts für mich erledigen. Würde es dir etwas ausmachen, nach Einbruch der Dunkelheit nochmal bei mir vorbeizuschauen? Nö. Wir können ja direkt pennen gehen. Oh, Moment. Okay. Ich sag euch, irgendwann gibt's da was zu finden. Wir pennen bis nachts. Alles klar. So. Da bist du ja wieder. Nun, stimmt, ja, das Instrument. So, so, ja, nun mag es dir vielleicht... Was? Nun, man mag es ihr vielleicht nicht ansehen, aber meine kleine Kabocha ist eine tolle Sängerin. Was? Doch, ich finde, das sieht man ihr an. Vor nicht allzu langer Zeit hat sie sogar für unsere Gäste gesungen. Doch leider musste sie aufhören, da ihre musikalische Begleitung nicht mehr für uns spielen wollte. Also, hättest du Bock? Ja. Ausgezeichnet, ich wusste, dass du Musik im Blut hast. Aber streng dich an und spiel bloß nicht wie ein dahergelaufener Straßenmusikant. Aber weißt du überhaupt, was ein Straßenmusikant ist? Na gut. Sobald Kabocha singt, werden sich unsere Gäste vom Takt mitreißen lassen. Achte darauf, dass dein Lyra im richtigen Rhythmus spielt. Beobachte, in welchem Takt die Gäste nach links und rechts schunkeln und richte ein Lyra-Spiel danach. Die Richtung ist hierbei nicht wirklich wichtig. Ausschlaggebend ist nur, dass du nicht zu schnell oder gar zu langsam spielst. Sobald die Gäste aufhören, sich zu bewegen, kannst du so spielen, wie du möchtest. Hauptsache der Rhythmus stimmt, verstehst du? Ja, denke. Du schaffst das schon, Kabocha! Ja, Vater? Was gibt es? Schon sweet. Das Bübchen hier wird dich begleiten, während du singst. Na los, erfreue deinen Vater mit deiner zauberhaften Stimme. Sehr gerne, lass uns beginnen. Dann bin ich mal gespannt. Okay. Boah, es geht ein bisschen lange, du. Was? Ich dachte eigentlich, dass du auf einem solch schönen Instrument lieblichere Töne entlocken könntest.
Meine Gäste sahen jedenfalls nicht so aus, als ob sie sich über diese Musikuntermalung gefreut hätten. Sorry. Und auch, sorry, dass ich hier nicht so toll spielen konnte. Ja, okay. Dann mach nochmal. Jetzt wissen wir wenigstens, dass es hier auch so Fallen gibt quasi. Dass sie da so schnell hin und her gehen. Ja, gut. Probieren wir es nochmal. Ach, komm schon! Was soll das? Ich weiß es nicht! Was soll die Scheiße? Okay, einmal noch. Sorry, dass ich währenddessen ein bisschen ruhiger bin, aber, ich muss mich ein bisschen mehr konzentrieren. Ich schnall's nicht, was er von mir will. Jawohl. Das war ja ganz brauchbar. Aber mal ehrlich, ein bisschen mehr hatte ich schon erwartet. Jetzt hör auf rumzuheulen, das war okay. Naja, es war zwar nicht der beste Auftritt, aber immerhin war es dann ja dein erstes Mal. Also gut, die Aufgabe ist bestanden. Danke. Das bedeutet dann wohl, dass du nicht länger für mich arbeiten musst. Gut gemacht. Und ich habe beschlossen, dass ich mir schon bald einen neuen Kronleuchter zulegen werde. Da ich mit deiner Leistung überaus zufrieden war, gibt es auch eine Belohnung von mir. Hier, nimm schon. Uns fehlt nur noch ein Herzteil. Schon mal da vorbei, aber dann als Gast. Ja, damit ich dann an deinen neuen Kronleuchter von der Decke holen kann, Alter. Oh Mann, ey. Gut. Da wären wir wieder.
bereit für... Ja, was eigentlich? Wofür sind wir bereit? Einen kurzen Blick auf die Karte. Und ich habe beschlossen, dass wir jetzt erstmal... Wir haben ja Zeit. Dass wir jetzt erstmal nach Struh, genau, nach Struh gehen. In sein Kämmerchen. Und dort dann mal schauen, was wir so für die Insekten kriegen, die wir gesammelt haben. Meine 50 Himmelsfalter sind schon einiges. Wenn es da 5 Rubine für jeweils einen geben sollte, wären das zumindest schon mal 250 Rubine. Vielleicht gibt es aber sogar 10. Und wenn es 20 geben würde, dann wäre es Insektensammeln overpowered. Aber sowas von. Please nerf. Ja, wo ist Strohs Kammer? Oder bin ich vor... Nein, da ist das Badezimmer, glaube ich. Zeldas Zimmer. Gironas Zimmer. Meister Tutor. Ah, okay. Ich glaube, die Mädchen und die, ja. Und die Lehrkräfte sind oben. Und die Jungs sind hier unten. Zimmer von Felix. Großzimmer. Bist du Gru? Nein, das ist Rax. Pardo war lange nicht mehr in seinem Zimmer. Er hat den Schmerz nicht mehr ausgehalten. Hat alles hinter sich gelassen. Oh, wie traurig. Okay. Ja, aber... Ach so, Gru war... Ach so, ja. Rax und Strohzimmer. Die teilen sich ein Zimmer? What the fuck? Okay. Bis nachts. Er sagte nämlich, ich weiß nicht, ob das Off-Cam oder On-Cam war, keine Ahnung. Er sagte zu mir, dass er nachts in seinem Zimmer ist. Und so ist es. Hier ist er. Was willst du von mir, Felix? Hä? Was ich mache? Ich sehe mir Insekten an. Okay. Käfer sind wunderbar. Wie Bardo. Nein, noch wunderbarer. Das soll nicht heißen, dass Bardo weniger wert ist als ein Insekt. Jedenfalls mag ich Insekten. Ich hätte gern eine Sammlung verschiedenster Insekten. Dann besser noch, ich hätte gerne eine ganze Insel voller Insekten. Ah, das ist überhaupt die Idee. Felix, wenn du Insekten findest, verkauf sie mir doch. Ich zahle auch gut. Okay. Huhu. Bald wird meine Insektensammlung vollständig sein. Wenn du Insekten verkaufen willst, dann komm zu mir. Ich bin abends normalerweise hier. Ich kaufe aber nicht einfach wahllos jedes Insekt. Was ich kaufe, entscheide ich jeden Tag neu. Und Bardo darf nichts davon wissen. Ach ja, außerdem kaufe ich nur nachts. Ich muss ja auf meinen Ruf achten. Ist klar, Felix? Ich vertraue dir von Insektenfreund zu Insektenfreund. Dann zeig mal, was du für mich hast. Heute kaufe ich Eldin Skarabäus, Deku-Biene und Sandzikade. Okay, ja, gut. Wie viel? 50 Rubine pro Vieh. Nee, ich glaube, das lasse ich erstmal. Ich glaube, das lasse ich, obwohl. Nee, komm. Lass ihm die beide einfach geben. Ich meine, ich kann hier easy neue holen. Und... Deswegen gebe ich sie dir. Bitteschön. Ich freue mich so. Es kribbelt, als hätte ich Ameisen in der Hose. Danke. Ja, kein Ding. Ich danke auch. Und dann schlafen wir bis morgens. Und gehen als nächstes dann endlich in den neuen Bereich. In den neuen Bereich des Wolkenhorts. Besser gesagt. Gut. Wo lang geht's? Ja, gut, ist jetzt eigentlich egal, ob ich oben lang oder unten lang gehe.
Stell dich mal nicht so an, Link. So. Und schwupps, hier runter. Wunderbar. Und los geht's. So. Dann lass mal los. Was ist hier drüben eigentlich? Was ist das für eine komische Insel? Soll die einem... Ja, okay. Soll einen anscheinend einfach nur behindern. Gut, dann können wir auf die Insel schon mal gut und gerne verzichten. Los geht's! Auf ins Ungewisse. Holy shit, was ist hier denn los? Bah, was zum Teufel? Was zur Hölle ist hier los? Oh, schöne Insel. Und dann sag mal an. Was gibt's hier? Anscheinend einen Haufen Rätsel. Oder zumindest ein Rätsel, keine Ahnung. Gebieter, ich hab dir etwas zu berichten. Diese Insel ist mir bekannt. Man nennt sie die Stätte der Lieder. Die Göttin selbst hat diesen Ort für dich geschaffen, Gebieter. Mir ist jedoch nicht bekannt, wie das Erreichen des Turms möglich ist. Ich empfehle dir, die Umgebung nach einer Möglichkeit zu untersuchen. Ja, erstmal das Schild hier lesen. Drehe das zentrale Podest, vervollständige die Brücke und betritt die Stätte der Lieder. Okay. Ja, drehen wir erstmal hier an dem Dingen. Und schauen, was uns das bringt. Ah, okay. Ach, Moment. Okay. Na gut. Oh. Damit bewegen sich alle. Damit... Ah, nee. Moment. Damit bewegen sich nicht alle. Damit bewegen sich einfach, nur diese Säulen. Okay, ja gut, dann werde ich die, Säule jetzt hinten machen, hochmachen. Und damit müssen wir es dann eigentlich haben. Jawohl! Ja. War ja easy. Man muss halt nur kurz überlegen. Okay. Hier ist es so offen, da dachte ich, man bräuchte hier die Brücke nochmal, aber pff, scheint nicht so. Gut, dann kriechen wir mal rein. In die Stätte der Lieder.
Dann bin ich mal gespannt, was uns so beigebracht wird. Vielleicht endlich ein vernünftiges Lied und ich... Boah, sieht das komisch aus. Gebieter, ich hab dir etwas zu berichten. Als du das Wappen mit dem Himmelsstrahl berührtest, hat die Göttin zu mir gesprochen. Gebieter, lausche nun der Botschaft der Göttin. Sucher der heiligen Flammen, lausche meinen Worten, ich werde dich von jenseits der Zeit führen. Drei heilige Flammen gibt es, um sie zu finden, bedarf es der drei göttlichen Schätze. Um diese Schätze zu halten, musst du mehrere Prüfungen bestehen, dich ihrer würdig erweisen. Erfülle deine Bestimmung, unterstützt von der Kraft der göttlichen Schätze, und du wirst die heiligen Flammen erblicken. Nun, nimm dieses Lied und begib dich in den Wald von Faron, wo dich die erste deiner Prüfungen erwartet. Oh ja. Die Prüfungen. Ich muss euch sagen, ehrlicherweise, dass ich als Kiddie vor den Prüfungen immer Schiss hatte. Weil die waren halt ein bisschen scarier. Und ihr werdet gleich sehen, warum. Dieses Lied heißt Farorus Mut. Farorus? Farorus? Ich sag Farorus. Dieses Lied heißt Farorus Mut. Ein Lied des Mutes, das dich führen wird, Gebieter. Okay, du hast dir Farorus Mut eingeprägt. Gebieter, um die heiligen Flammen zu halten, musst du mehrere Prüfungen bestehen und die göttlichen Schätze finden. Ich werde Farorus Mut für dich aufbewahren. Mit der Aurasuche kannst du nun den Eingang zur Prüfung finden. Brich nun auf zum Wald von Faron. Okay. Ich glaube, ich weiß schon. Ja, brauchen wir nicht. Die Aurasuche brauchen wir nicht. Ich denke, ich weiß schon. Sorry. Ich denke, ich weiß schon, wo sich dieser Eingang befindet. Weil es gibt ja quasi nur eine Stelle. Ach so, das ist zum Abspringen hier. Okay. Na gut. Es gibt ja nur eine Stelle, wo es sein kann, eigentlich. Weil das ist einfach der einzige Ort, den wir noch nicht erforscht haben. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass es eben an diesem Baum sein wird, wo ich in einem der letzten Parts noch meinte, ja, guck mal, da kann man noch rein, da habe ich mich anscheinend nicht geirrt. Und da wird dann wahrscheinlich hinterher noch der Eingang erscheinen. Bin ich mir ziemlich sicher, dass es eben ganz genau so ist. Wenn nicht, wäre das verdammt komisch. Und ich würde mich dann wundern, wo der Eingang ist. Und werde dann doch auf die Aurasuche zurückgreifen müssen. Hier sind in letzter Zeit echt viele Wirbelstürme unterwegs, ey. Kann mein Vogel nicht schneller fliegen? Oh. Ach, schade. Naja. Was soll's. Ah, okay. Ich dachte gerade, das wäre das Wüstenland. Weil das oben so, naja, nicht nach Wald ausgesehen hat, auf jeden Fall. Aussichtsplattform daneben. Genau daneben ist der Baum. Und ich
denke, das ist da. Hoffe ich, denke ich. Gebieter, ich spüre das Portal der Prüfung ganz in der Nähe. Nutze die Aurasuche. Nee, nee. Brauche ich nicht. Außer es ist nicht hier, aber doch. Genau. Hier habe ich schon erwartet. Quasi in der Mitte von dieser Spirale hier. Zack. 5 Käfer oder 5 Schmetterlinge. Besser gesagt. Und da ist es. Ja, nice. Ich glaube, ich spiele ein bisschen zu schnell. Ja. Genau so ist es. Jawohl. Wunderbar. Ist ja ein lustiges Lied. Und die Animation ist furchtbar. Von Fei. Sie hat einfach nur den Mund offen, als würde sie rumschreien. Dein Lyraspiel und mein Singen von Pharaohs Mut haben mit dem Symbol auf dem Boden reagiert. Ein Relief ist erschienen, mein Gebieter. Es ist zu 90% wahrscheinlich, dass es sich dabei um das Portal der Prüfung handelt, von dem dir in der Stätte Lieder bereits berichtet wurde. Stell dich in die Mitte des Symbols und stoße ein Schwert in den Boden. Okay. Ausrichten und zack. Und wir lösen uns auf. Tot. Geschichte vorbei. Alles klar, wie war das nochmal? Gebieter Felix. Ja? Gebieter, diese Welt kann ich dir nicht folgen. Da sie in deiner Seele selbst existiert. Doch ich kann zu dir sprechen. Nur Auserwählten gewährt die Göttin Zutritt zu diesem Ort der Seiren. An diesem Ort, Pharaohs Seiren. Heißt das so? Pharaohs Seiren? Oder heißt das Pharaohs Seiren? Ach, keine Ahnung. An diesem Ort, Pharaohs Seiren, wird dein Mut auf die Probe gestellt. Lasse deinen Körper zurück und stelle dich der Prüfung nur mit deinem Geist. Um die heilige Flamme, deren Kraft das Schwert stärkt, zu erhalten, musst du diese Prüfung bestehen. Nur so wird deine Seele wachsen, Gebieter. Und wir halten das Seelengefäß. Diese geheimnisvolle Pflanze spiegelt deine Seele wieder, Felix. Creepy. Dies ist das Seelengefäß. Bring es zurück, wenn es gefüllt ist und deine Prüfung gilt als bestanden. Nur dann wird deine Seele wachsen, Gebieter. Als Lohn wird dich die Göttin mit neuer Kraft beschenken. Fülle das Seelengefäß, indem du Pharaohs Tränen aufsammelst. Gebieter, was dort funkelt? Das ist eine solche. Aber es genügt nicht, sie nur zu sammeln. Du bist nicht alleine bei dieser Prüfung. Sollst du auch nur einen Schritt vom rechten Weg abkommen, werden dich die Hüter verfolgen, Gebieter. Und genau die fand ich als Kiddie so verdammt creepy. Ein einziger Treffer der Hüter wird deine Seele aus der Fassung bringen und deine Prüfung wird zu Ende sein, Gebieter. Oh. Und ich finde sie immer noch extrem creepy. Sammle die Tränen daher, ohne dich angreifen zu lassen, und fülle das Seelengefäß. Hast du das verstanden? Ach so, nee, keine. Ich hab's verstanden, meine ich damit. Ich werde dich auf deine Rückkehr warten, auf dass die Göttin dich beschützen möge. Und da aktivieren sie sich. Es ist so creepy, ey.
Ja, du hast eine von Farores Tränen erhalten. Es ist jetzt 90 Sekunden Zeit, um die nächste Träne zu sammeln. Sammle alle 15, um diese Prüfung zu bestehen. Haben wir eine Karte? Nö. Okay, Bro. Du hast eine Lichtfrucht erhalten. Diese mysteriöse Frucht lässt 30 Sekunden lang Signallichter erscheinen, die den Weg zu den übrigen Tränen weisen. Oh! Okay, ich wusste, dass sie irgendwie markiert werden, die Dinger. Ist da oben eins? Ja. Die lasse ich erstmal liegen, die Frucht. Oh. Okay. Die scheinen ja aber echt nicht unbedingt selten zu sein, die Dinger. Deswegen nehme ich sie dann doch mal auf. Und ich glaube, wenn wir in den Lichtstrahl tappen, dann werden wir instant gesichtet von den Wächtern. Die gehen uns dann instant auf den Sack, die Typen. Und, ja. Wir werden von ihnen verfolgt. Und, versucht. Und sie versuchen uns wegzukloppen. So. Gebieter. Was? Diese glitzernden Flächen heißen aller Traumata und haben eine besondere Bewandtnis. Trittst du auf sie, werden dich die Hüter sofort entdecken und über die ganze Gegend verstreut. Pass also auf, wohin du deine Schritte setzt. Kann ich? Ja gut. Ja, okay. Du hast einen Finsterhalbmond erhalten. Er ähnelt dem Bernsteinhalbmond, hat jedoch eine andere Beschaffenheit und ist nur an bestimmten Orten zu finden. Also nur in diesen Prüfungen? Können wir die Prüfungen öfter machen, um mehr zu bekommen? Oder wie ist das? Ich gehe mal davon aus. Ja. Wir werden das hinterher schon sehen. Aber ich muss sagen, ich finde die Prüfung bisher echt nicht schlimm. Einfach immer schön quasi dem Weg folgen. Aus den Weg aus diesen Leuchtsäulen folgen. Und dann kommen wir echt gut weiter. Komm, beeil dich mal ein bisschen, Link. Okay. Gut, gehen wir mal hier hinten hin. Und da ist ein weiterer Finsterhalbmond. Den gönne ich mir. Wunderbar. Oh, da unten ist eins. Aber da gehe ich erst gleich hin. Erstmal folge ich hier dem Weg. Und sammle die auf. Was zum... Alles klar. Ist das... Ach, das verschwindet! So. Ich dachte, man wird hier gezwungen, verfolgt zu werden. Okay. Dritter Finsterhalbmond. Schmeckt. Okay, ich lasse hier weitere Signallichter erscheinen. Und unsere Stamina wird auch aufgefüllt, sollten wir so eine Träne aufsammeln. Hinten ist noch eine Träne. Nein, lass mich in Ruhe.
bei dir? Nein. Okay, dann habe ich mich ein bisschen verschaut anscheinend. Geht da hinten. Oh, da hinten. Da hinten ist Ende, wollte ich sagen. Da ist der Ausgang. Aber wir müssen jetzt erstmal hier drüben hin. Okay. Das Vieh verpisst sich. Und die Wächter verfolgen uns. Alles gut. Hier ist das nächste Dingen, die nächste Träne. Also, juckt uns das nicht. So, wir müssen jetzt nur noch zum Ausgang kommen. Was wir eigentlich mit Leichtigkeit schaffen sollten. Wir müssen halt einfach hier den Weg zurück. Wir waren ja eben fast schon wieder beim Anfang. What the hell? Ach du Scheiße, ich bin komplett falsch gegangen. Das könnte noch richtig spannend werden. Auf dem Weg zurück. Vor allem, weil er so ein hässlicher Wächter ist. Okay. Da ist der Ausgang. Ich möchte mir aber auch gerne mal anschauen, wie das ist. Wenn die Zeit abläuft. Ob man dann noch Zeit hat quasi. Ob ihm das angezeigt wird. Ah ne, Moment. Ich glaube, links oben wird einem das angezeigt. Da verwelken dann die Blüten. Aber da wir jetzt fertig sind quasi mit der Prüfung, kann uns eigentlich nichts mehr passieren. Außer wir stapfen da halt in diese Flüssigkeit rein oder werden von den keine Ahnung, Gehilfen da entdeckt. Was auch immer. Wir haben es auf jeden Fall geschafft. Du hast die Wasserdrachenschuppe erhalten. Einer der drei Schätze der Göttin. Er ermöglicht dir zu tauchen und die Wasserschraube auszuführen. Okay. Dann können wir ja mal zu dem zu diesem Untertauchding beim Wolkenhort. Mein Glückwunsch, Gebieter, du hast die Prüfung bestanden. Dein Schwert hat jetzt die Kraft, die nötig ist, um die heilige Flamme zu finden. Diese Wasserdrachenschuppe ist eine der Schätze der Göttin. Durch die Kraft des Wasserdrachen kannst du dich nun frei im Wasser bewegen. Die Flamme muss hier im Wald sein, Gebieter. Ich vermute, dass sie sich an einem Ort befindet, den wir noch nicht entdeckt haben. Ja. Glaube ich nämlich auch. Und ja, moin! Was machst du denn hier? Ist das etwa die Wasserdrachenschuppe? Damit kannst du dich im Wasser wie ein Drache in der Luft bewegen. Es gibt hier im Wald Orte, an denen du noch nicht gewesen bist. Warum nutzt du nicht die Kraft dieser Schuppe und suchst sie? Hohoho. Okay, wir kommen also nicht da durch. Ich dachte erst, wir kommen da durch. Aber anscheinend müssen wir hier lang. Oh, holy shit. Oh. Aua. Okay. Dachte gerade, das wird schlimmer, aber nein. Alles gut. Ist echt chillig mit der Bewegungssteuerung. Wie setzen wir denn die Schraube ein? Ah, oh, so, okay. Ja, gut, die Luftblase brauchen wir, glaube ich, nicht unbedingt.
glaube, die soll einfach nur so das Gimmick einführen. Dass man hinterher, ja, okay. Dass man hinterher schnallt, ja, das kann ich aufsammeln. Ich denke, es wird hinterher noch einen Wasser-Dungeon geben. Bin ich mir ziemlich sicher. Es bietet sich auch einfach nur an. Und Zelda ohne Wasser-Dungeon ist halt nicht wirklich Zelda, ne? Gut, benutzen wir mal das Ding hier. Oh! Okay. Geht mit dir. Ach komm schon. Das war aber ganz knapp jetzt, ne? Müssen wir denn... Ist ja auf jeden Fall gut, wenn wir erstmal darüber gehen. So, wunderbar. Und da gibt es nichts. Gehen wir hier weiter. Und was gibt's hier für einen tollen Bonus? Ist doch Bonus hier oben, oder? Oh. Tschüss. Ah, Moment, da habe ich was gehört. Das Vieh hat doch so ein... irgendwas gedroppt, oder nicht? Eine Klaue? Klaue wahrscheinlich? Na, vielleicht ist sie despawned, weil sie ins Wasser gefallen ist. Schade. Schade, schade. Okay, und anscheinend kann man unten und oben lang, oder... Ist das... Ah, nein. Hier oben ist doch Bonus. Kann ich vielleicht... so machen? Ah, Moment. Ich weiß wie. Ach, komm. Ich hätte gerne, dass die Pflanze abgeschnitten wird. Dass ich dann da einfach easy her kann. Ach komm, ey. Ja, dann. Dann halt so. Weißt du? Dann halt so. Und wir kriegen. Einen goldenen Rubin. Ja, alles klar, Bro. Und du kriegst jetzt aufs Maul dafür, dass du das von mir... dass du mir das vorenthalten wolltest. Du kriegst aufs Maul, so oder so. Du hast jetzt Pech gehabt. Tschüss. Hau rein. So, hier runter. Und dann hier runter und dann hier raus. Wunderschön. Nee. Aber da gehe ich noch nicht hin. Weil ich glaube, sonst müssen wir den ganzen Weg nochmal von vorne machen. Und ich denke... wir kommen da auch hin, wenn wir gleich einfach von oben nochmal runtergehen. So. Deko-Kerne. Zack, weg mit dir.
ist das für ein Geräusch? Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir einfach runterklatschen, wenn die uns treffen. Also bin ich ziemlich froh, dass sie es nicht geschafft haben. Was zum Teufel? Ah, cool. Na. Ach komm schon. Ach, als ob die einfach alle weggehen. Naja, was soll's. Wir treffen eine neue Gegnerart. Au. Du Drecksau. Ah, okay, geht doch. Wir können das Ding, glaube ich, nicht zerschneiden. Wenn er sich gerade in Angriff befindet. Ah, geht doch. Moment mal, Link, was tust du? Wo ist dein Schild? Link! Ja, gut. Obwohl, ist schon ein bisschen Pussy, ne? Komm, komm her. Haha. Vollhorst. Jawoll. Und da ist er down. Okay. Also es ist tatsächlich intelligenter, ihm aus dem Weg zu gehen. Nur ich wollte ihn jetzt einfach mal zeigen. Ne? Ich hatte jetzt einfach mal Bock. Den Gegner mal zu besiegen. Ich denke, in Zukunft werden wir dann die Möglichkeit haben, werden ihm aus dem Weg gehen. Einfach nur, weil es intelligenter wäre. Tschüss. Und down. Das war was. Was machen die Viecher hier eigentlich oben? Warum sind hier so viele Drecksäcke? Sollte mal ein Kammerjäger vorbeigeschickt werden. Viele Viecher wie hier sind. Cool. Nice. Oh, Moment. Okay. Davon haben wir nämlich nur einen. Jetzt zwei, aber vorher nur einen. So, was ist hier? Du hast den höchsten Punkt des Baumes erreicht. Wenn du dich von hier aus umsiehst, kannst du vielleicht bisher unbekannte Gebiete entdecken. Zum Gebieter dort oben. Das ist ein bisher unbekannter Kyo. Das zuvor wahrgenommene Geräusch war mit einer Wahrscheinlichkeit von 90% sein Schnarchen. Na! Wer stört? Oh, einen Menschen sieht man hier nicht alle Tage. Ich bin ein Einsiedler vom Volke der Kyo und wache über diesen Wald. Ich weiß nicht, wie du es bisher hergeschafft hast, aber kannst du mich dann auch sehen? Ja. Und das, obwohl selbst die anderen Kyo mich nicht sehen können. Okay. Aber sag, was will ein Mensch wie du hier eigentlich? Ja, die Flamme halt, ne? Suchst die Flamme für dein Schwert, um einen der wichtigen Menschen finden zu können. Ein Mensch, der mich sehen kann und nach der Flamme sucht. Versprichst du mir, dass du niemanden verrätst, was ich dir nun erzähle?
Klar. Dann verrate ich dir jetzt, was sonst niemand weiß. Die Flamme, die du suchst. Man nennt sie Pharaohs Flamme. Ach, wirklich? Das hätte man sich echt nicht denken können, du. Diese Flamme, ihre Geschichte beginnt zu jener Zeit, da die Göttin noch unter uns wandelte. Okay. Sie vertraute die Flamme vom dem Wasserdrachen an, der hier im Wald von Pharaon lebte. Das heißt, die Göttin hätte sie für den, der vom Himmel kommt, in der Obhut des Wasserdrachen zurückgelassen. Ich habe so das Gefühl, dass du das bist. Ich denke, du sollst dem Wasserdrachen mal einen Besuch abstatten. Der lebt? Und da hinten ist er, natürlich. Der Wasserdrache, der die Flamme hütet, haust im großen See im Süden des Waldes. Das Tor zum See ist allerdings verschlossen, um Unwürdige fernzuhalten. Ich erkläre dir, wie du es öffnen kannst. Klar, man kann nicht einfach über den Zaun klettern, ne? Auf dem Tor ist ein Symbol. Du musst es mit der Kraft der Göttin erfüllen. Jedoch fehlt ein Teil des Symbols. Du musst es also vervollständigen. Um herauszufinden, wie der fehlende Teil aussieht, musst du dieses Symbol hier irgendwo im Wald finden. Das Gegenstück des Symbols im Süden ist das das Gegenstück des Symbols im Süden befindet sich im Norden. Sehe ich mal an dem Ort um, den ich auf der Karte mit X markiert habe. Was ist? Hast du gemerkt, wo das Symbol ist? Ja. Na dann, gute Reise. Warte! Was denn? Das habe ich noch vergessen. Der Wasserdrache ist sehr stolz und legt Wert auf gute Manieren. Achte also auf dein Benehmen. Wenn er schlecht gelaunt ist, naja, sagen wir so, dann hat er Besuch zum Fressen gern. Weißt du? Okay. Vergiss nicht, du darfst niemandem verraten, dass ich dir von Pharaohs Flamme erzählt habe. Jetzt habe ich gerade instinktiv Pharaoh gesagt. Heißt das so? Oder heißt das Pharore? Irgendwie habe ich nämlich jetzt das Gefühl, dass Pharaoh heißt. Das kam gerade einfach so raus, wo ich mal so dachte, ich bin zu jung, um gefressen zu werden. Und achte auf deine Manieren. Ja, ja. Ich gehe wieder schlafen. Klar, tu das. Ich werde jetzt nach da unten gehen. Ja, ja, hat gut geklappt. Hat gut geklappt. Wunderbar. Zack. Und ab geht's mit dir. Nach oben. Sag mal, wie wäre man denn eigentlich... Wie will man denn eigentlich dahin kommen? Das ist mir immer noch nicht klar, was da los ist. Oder springt man dann von... Ah, ich habe eine Idee. Kann man vielleicht auch hier hin? Ich habe eine Idee, Leute. Ich würde gerne nochmal zum Wolkenhort. Oder ins Wolkenmeer, besser gesagt. Ins Wolkenmeer reisen. So. Und dann nochmal runter und... Dann zu der Statue am Baum und dann halt runterspringen. Wo ist der? Okay. Drüben ist es. Na gut. So. Kann ich denn überhaupt dahin? Jawohl. Auf dem Baum. Wunderschön. Hätte mich sehr abgefuckt, wenn nicht. So.
ist es... Also direkt unter mir ist eins auf jeden Fall und da. Schön. Da brauchen wir jetzt noch nicht mal das Item. Auf in den Himmel. Und jetzt können wir hier hoch? Nö. Können wir denn überhaupt von oben da zu dem anderen jetzt gelangen? Ist halt die Frage. Ich würde gerne hier markieren. Moment. Ich konnte leider nicht noch näher. Ich hätte gern noch näher rangezoomt. Okay, fast. Ja, nah genug auf jeden Fall. Okay, und zu dem können wir. Zu dem können wir, zu dem Strahl, zum rechten. Zu dem nicht. Dann werden wir das auch jetzt direkt tun. Ich exploite den Baum einfach komplett. Aber es ist mir egal. Soll Nintendo doch darauf achten, dass man das nicht kann, wenn man es nicht soll. Weißt du? So. Haben wir halt ein bisschen getrickst. Den Trick 17 gemacht. Und haben dann, glaube ich, sogar alle alle Artefakte hochgeschickt, oder? Kann das sein? Okay, und genau hier. Nein, ich lasse mich jetzt nicht dumm runterstoßen. Und muss dann es nochmal neu machen, weil ich dann nebenher fliege. Da habe ich keinen Bock drauf. Pisst euch. So, runter mit dir, Link. Wunderschön. Komm. Mach ein bisschen schneller. Und zack. Alles klar. Na gut, dann würde ich sagen, zum Drachen geht es dann in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ihr könnt gerne ein Like und ein Abo dalassen, falls ihr es noch nicht getan habt. Und natürlich auch gerne bei Twitter nachschauen. Da poste ich immer, wann die Videos kommen. Und da werdet ihr auch benachrichtigt, wenn ein neues Video geuploadet wurde. Zwar verspätet, weil ich das über einen Bot laufen lasse, aber wofür gibt's die Glocke? Gerne aktivieren. Bis zum nächsten Mal und ciao.